Das Werk Phoenix Ost. Von ThyssenKrupp erst stillgelegt, dann zerlegt und verschifft nach China. Das Ende der Stahlindustrie in Dortmund. 14 Jahre später an gleicher Stelle der Phoenixsee. Ein Symbol für den Strukturwandel in der ganzen Region. Ich habe die Bilder insofern auch noch vor Augen, als das tatsächlich am 26. April 2001 der letzte Abstich war. Und ich an dem Abend meine Geburtstagsparty in meinen Geburtstag reingefeiert habe. Und plötzlich sagte mein Vater, ich muss jetzt nochmal weg. Ich muss jetzt schnell weg. Da sag ich, wo willst du denn hin? Ich muss mir unbedingt den letzten Stahlabstich anschauen. Für den war das, das hat sein Berufsleben unheimlich geprägt, schon ein unheimlich einschneidendes Erlebnis. Von einem Tag auf den anderen brach für die Familienunternehmer ein wichtiges Geschäftsfeld weg. Früher ließen sie Hochöfen mauern. Als das Stahlwerk schließen musste, feierten sie gerade ihr 100-jähriges Firmenjubiläum. Zeit, sich neu aufzustellen. Meine Meinung ist, dass zum Beispiel das Bild von Dortmund ein heute völlig falsch ist. Wir sind ein Dienstleistungsstandort geworden. Wir selber als Unternehmen sind auch völlig verändert, vom klassischen Bauunternehmen zum Dienstleister rund um die Immobilie, kann man sagen. Wo früher das Stahlwerk stand, wird heute gebaut. Vor allem von Michael Freundlieb. Hier lässt er gerade eine Gewerbeimmobilie errichten mit über 3500 Quadratmetern. Der Bauunternehmer muss Druck machen. Der künftige Eigentümer will schon im Juni einziehen. Und das zusammen mit 75 Mitarbeitern. Das Chefbüro zum Bauen. Ein neuer Firmensitz direkt am Phoenixsee. Ein teurer Neubau, der Blick aufs Wasser kostet. Ja, da haben wir mehr Geld investiert, aber wir hoffen, dass wir dadurch eine Arbeitsumgebung für unsere Mitarbeiter schaffen, dass es auch gerade, wenn es um die Akquisition neuer Mitarbeiter geht, im technischen Bereich, hoch ausgebildet, hoch qualifiziert, dass wir einen attraktiven Standort auch bieten können. Darauf hofft auch die Stadt Dortmund. 70 Millionen Euro flossen in den See und einen Gewerbepark. Doch viele Flächen stehen noch leer. Für Johannes Schulte waren die Gründung der Universität und des Technologiezentrums wichtige Schritte nach vorn. Auch ihm hat das geholfen. 1990 gründete er hier seine Firma und hat sich spezialisiert auf Ultraschallsensoren, zum Beispiel für Druckmaschinen. Seine Mitarbeiter sitzen inzwischen auf engstem Raum. Deswegen zieht der Chef samt Produktion und Verwaltung an den Phoenixsee. Klar ist es Strukturwandel. Wir haben mit der Schwerindustrie gar nichts zu tun. Unsere Kunden kommen auch nicht aus Dortmund, sondern bundesweit, europaweit und weltweit. Wir exportieren weltweit unsere Sensoren und es ist ein Hightech-Produkt. Ja. Und hat sicherlich mit den alten Strukturen gar nichts mehr zu tun. Aber man ist schon verwurzelt in diesen kulturellen Strukturen. Am Phoenixsee erinnert nur noch wenig an die Stahlindustrie und an die rund 18.000 Arbeitsplätze, die mit den Jahren verloren gingen. Heute schicke Fassaden, fast alle Grundstücke sind verkauft. Eine Wohnung am Wasser können sich ehemalige Stahlkocher wohl nicht leisten. Hier wohnen die Gewinner des Strukturwandels in Dortmund.